Liebe Freunde, Mitstreiter, Abonnenten und die, die mir nahestehen. Ein freundliches Hallo zu einem neuen Bewegtbildprodukt in High Definition und modernem Stereoton. So, wir starten durch mit dem eigentlichen Thema dieses Films, nämlich der Vorstellung des Lasergravierers von Autour. Willkommen auf dem YouTube-Kanal XR Control, wieder mal mit irgendwelchen heißen technischen Scheiß oder auch nicht. Schauen wir mal. Aufgrund des vorher genannten Problems besteht die Möglichkeit, dass dieser Film zwei Teile haben wird. Da ich eventuell in der möglichen Zeit diesen Film nicht komplett im Stück fertig bekomme. Der zweite Teil wird sich dann ausschließlich mit dem Einsatz des Lasers an verschiedenen Materialien beschäftigen. Ob es einen zweiten Teil geben wird, seht ihr daran, ob im Titel dieses Films Teil 1 steht. Der Autour Lasermaster 2 Pro S2. Eine längere Bezeichnung für ein Gerät ist kaum noch sinnvoll möglich. Warum es auf meinem Kanal so wenig Videomaterial zum Thema Diodenlaser gibt, liegt daran, dass ich mich mit dieser Art Geräte schwer tue. Schon immer. Auf der einen Seite eine coole Geschichte, Materialien gravieren und teilweise auch schneiden. Auf der anderen Seite sind Diodenlaser genau in diesen Disziplinen extrem eingeschränkt. Ich kann natürlich Papier, Pappe, Plastik, Stoffe, Holz und so weiter gravieren und bis zu einer gewissen Dicke auch schneiden. Aber da, wo es interessant wird, Acryl, Metalle, Hartholz, Glas, da ist der Diodenlaser relativ schnell am Ende. Egal, was der Chinese hier teilweise an utopischen Wattzahlen angibt oder was er an Beispielen zeigt. Die nächste logische Alternative wäre ein CO2-Laser, der eigentlich da anfängt, wo der Diodenlaser aufgrund unter anderem seiner Wellenlänge schon lange aufgehört hat. Während die technischen Höhen und Gefahren, die diese Gerätegröße mit dem gesamten mechanischen Aufwand kein Hinderungsgrund, würde ich das Video hier stoppen und einfach sagen, kauft euch einen CO2-Laser und gut ist. Der kann alles besser und schneller als ein Diodenlaser. Punkt. Aber eben diese genannten Parameter machen einen Diodenlaser interessant. Klein, kompakt, einschalten, funktioniert, ohne dass man groß was von der Technik wissen muss. Faktisch für jeden. Man muss sich aber einige wichtige Tatsachen einprägen und die Grenzen aller Diodenlaser kennen. Wenn ihr Diodenlaser einsetzt, sollten diese dauerhaft nie mit mehr als 80% ihrer Leistung betrieben werden, eher noch weniger. Das gilt übrigens auch für CO2-Laser. Denn es handelt sich hier im Allgemeinen nur um eine kleine Laserdiode in einem fetten Kühlkörper, die mit großen Strömen, die sie normalerweise gar nicht verträgt, extrem schnell gepulst wird. Beispiel: Eine Laserdiode, die eine Durchlassleistung von ca. 300 mW hat, würde beim 10 bis 15-fachen, also 5 Watt, innerhalb von 2 bis 3 Sekunden verbrennen. Damit das nicht passiert, wird mit einem sogenannten PWM, also Pulspausenverfahren, gearbeitet. Eine Laserdiode wird mit 5 Watt betrieben, aber nur für 10 Millisekunden. Danach ist sie für 10 Millisekunden wieder aus, kann abkühlen, dann startet sie erneut durch. In diesem Fall ein 50:50 Verhältnis. Der Trick und die Kunst der Hersteller ist jetzt, das Maximum des Möglichen zu erreichen, also das beste Verhältnis, ohne dass die Laserdiode Schaden nimmt. Zum Beispiel 10 Watt Leistung durch die Diode jagen für 5 Millisekunden und dann 20 Millisekunden pausieren und so weiter. So macht man aus einer Pipi-Laserdiode einen gefährlichen Laser. So weit, so gut. Die Lebenszeit so einer Laserdiode ist begrenzt. Die Angaben der Hersteller sind damit äußerster Vorsicht zu genießen, da jeder sein Gerät anders einsetzt. Jemand, der den ganzen Tag Blumen und Herzchen aus Papier oder Pappe schneidet, wird das auch in ein paar Jahren noch tun. Klar, kein Problem bei 20% Laserleistung. Ein anderer, der 4 bis 6 mm Pappel oder Sperrholz zu Modellflugzeugen verarbeitet, wird den Laser ziemlich schnell beerdigen müssen, da er die Diode kontinuierlich bei 80-100% betreibt, damit er das Zeug überhaupt schneiden kann. Die Hersteller geben zwar mehrere tausend Stunden Lebenszeit an, aber nicht bei welcher Leistung, das könnt ihr also vergessen. Noch ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr wollt aus mehreren Platten 400×400 mm 4 mm starken Bastelholz Weihnachtsbäume oder so ausschneiden. Wenn ihr Glück habt, schafft ihr eine Platte mit 20 bis 30 Bäumen. Wenn ihr noch mehr Glück habt, hat sich der Laser nicht mittendrin wegen Überhitzung abgeschaltet. Wenn ihr ultra viel Glück habt, funktioniert er hinterher sogar noch. Um es mal deutlich zu sagen, keiner der Lasermodule aus China im bezahlbaren Bereich ist in der Lage, bei 100% angegebener Leistung, sagen wir mal eine Stunde, kontinuierlich durchzuhalten. Unmöglich. Warum? Nun, das ist wie bei euren PC-Prozessoren. Die takten ebenfalls ab bestimmten Temperaturen runter. Der Punkt ist, dass die in der Laserdiode erzeugte hohe Temperatur nicht mehr schnell genug an den Alukühler abgegeben werden kann. Dieses Aluminium verfügt über einen sogenannten K-Wert, ist ja nur ein Kühlkörper.
der bestimmt, wie viel Energie und Wärme er in welcher Zeit aufnehmen und vor allem nach außen wieder abgeben kann. Und das hat eben seine physikalischen Grenzen. Der Lüfter, den die Hersteller auf die Lasermodule pappen, hat die gleiche Funktion wie bei einem PC-Prozessor. Ohne ihn wäre wohl bereits nach 30 Sekunden Schluss. Ich will denjenigen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die da meinen, sie könnten wie Luke Skywalker dauerhaft ein Riesenfass aufmachen. Das geht leider nicht. Das mal kurz zu den Laserdioden, ich will da auch nicht weiter langweilen. Kurz angerissen, warum der CO2-Laser hier die besseren Karten hat. Zum einen hat er die deutlich höhere, effektive Lichtleistung. Was aber wichtiger ist, er hat eine andere Wellenlänge. Das Laserlicht ist in einem anderen Lichtspektrum, wird auch wesentlich komplizierter erzeugt, über eine Laserglasröhre. Während der Diodenlaser einen sichtbaren blauen bis blau-violetten Strahl abgibt und eine Glas- oder Plexiglasscheibe für ihn durchsichtig ist, er also seine Leistung auf diesem Material nicht entfalten kann, einfach optisch ohne Verlust durchgeht, ist Glas oder Acryl für den CO2-Laser eine undurchsichtige graue oder schwarze Wand aufgrund der Wellenlänge. Der Strahl geht nicht durch, die Laserlichtleistung wirkt sich auf die Oberfläche aus. Der entscheidende Nachteil und eine Gefahr ist, dass der CO2-Laserstrahl nicht sichtbar ist. Im Allgemeinen wird ihm ein kleiner Diodenlaser mit an die Seite gegeben, damit der Hauptlaser manuell positioniert werden kann. Wen das mehr interessiert, kann mal auf YouTube nach K40 suchen und wird endlos fündig, zum Beispiel beim Kanal K40 Keller. Wir schauen uns heute das Top-Gerät von Autur an. Ich glaube, das vierte oder fünfte Modell, was die im Programm haben. Ich habe seit einiger Zeit die Dinger hier ja rumstehen. Von Autur, von Atomstack und von diversen anderen Herstellern. Bisher musste ich immer damit leben, dass diese Geräte ständig Probleme machten und über null oder nicht funktionierende Sicherheitsfeatures verfügten. Richtig ärgerlich ist oft eine schlecht programmierte Firmware. GRBL-Controller, die abstürzen, USB-Technik, die gelegentlich den Kontakt zum steuernden PC verliert, während des Laserns, eine sehr schöne Geschichte, und so weiter. Alles Müll, geht mir richtig auf den Zünder. Die ersten kleineren Modelle von Autur waren da nicht besser. Aber der hier, ich muss sagen, von Anfang an hat er mich beeindruckt. Nicht, weil er was besser macht als andere Laser. Was mir an dem Gerät richtig gefällt, ist, dass er funktioniert. Er funktioniert einfach. Macht zu jedem Zeitpunkt das, was der angeschlossene PC ihm über USB vorgibt. Das hatte ich noch nie. Kein Stress, keine Macken. Sieh an. Geht doch. Man muss erstmal ein paar Jahre ins Land gehen lassen und schon funktionieren die Dinger. Gravierbereich von 400x400 mm, diverse Sicherheitsfeatures wie Flammenerkennung, Erschütterungssensor, ordentliche Verkabelung, Notaustaster. Aber wichtiger, habe ich schon erwähnt, er funktioniert. Ein Haufen Zubehör gibt es. Externe Controller zum Ansteuern ohne PC, Rotationsmodule, um zum Beispiel runde Sachen zu gravieren, unterschiedliche Laserfokusmodule, wobei die einen besser schneiden, die anderen besser gravieren und einiges mehr. Aber das Ding ist kein Billigheimer. Zurzeit muss man etwa 460 bis 500 Euro auf den chinesischen Tisch des Hauses legen, um Darth Vader-like den Feind aus Pappe oder Holz zu filetieren. Auch um die Software muss man sich kostenmäßig Gedanken machen. Man kann natürlich mit der kostenfreien Software Laser-GRBL durchaus arbeiten. Aber wer an so einem Gerät einmal mit dem ca. 50 Euro kostenpflichtigen Tool Lightburn gearbeitet hat, wird nichts anderes mehr anfassen. Das ist so der Unterschied wie zwischen Windows Texteditor und Notepad++. Lightburn ist Laser-GRBL um Lichtjahre überlegen, in allem, in der Funktion, in der Bedienung und in den Möglichkeiten. Diese 50 Euro kommen noch oben drauf. Ich sag's mal so, wer sich Lightburn nicht leisten kann oder will, sollte die Hände von so einem Laser lassen. Erst mit der Software macht das Ganze Spaß. Weitere Details gibt's im Ablauf des Films. Bitte beachtet die Sprungmarken unter dem Film. Let's burn!
Ja, hier haben wir den Artur Laser Master 2 Pro S2. Offenbar geht nach dem Pro noch ordentlich was an Buchstaben. S2, S2 Ultra Plus Extended, keine Ahnung, da lassen Sie bestimmt noch was einfallen. Es gab es hier den Laser Master 2, den Laser Master 2 Pro, dann jetzt den S2. Da gibt es unterschiedliche Lasermodule dazu. Die einen können besser schneiden, die anderen besser gravieren, irgendwas in die Richtung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier mit drin ist. Warum ich diesen Laser überhaupt hier zeige, normalerweise zeige ich diese Lasergeschichten eigentlich nicht so gerne, weil man so richtig viel kann man damit nicht machen. Man kann gravieren, man kann schneiden, also irgendwie Sachen lasern und das war's dann auch schon. Also finde ich immer nur kurzfristig spannend. Aber na gut, was hier interessant ist, der Artur Laser Master 2 Pro S2 ist also sozusagen das Modell, das aktuelle Modell, das Flagship sozusagen von Artur. Die haben ja verschiedene Modelle. Und was hier maximal irgendwo ausgebaut wurde, ist die Sicherheit. Das heißt hier mit Flame Detector, mit Emergency Stop Button und Bewegungserkennung, Flammenerkennung und alles sowas. Also da ist schon eine Menge passiert zu den etwas älteren Lasermodulen oder Lasergeräten der letzten Jahre. Und ich denke, das ist es mal wert, da einfach reinzugucken. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt. Ist auch ein sehr großes Gerät, das sieht man den Karton jetzt gar nicht an. Also irgendwie 40 x 40 cm soll der lasern können. Und ja, da schauen wir jetzt mal rein. Ist ja ein Bausatz, so weitgehend. Nicht wie beim 3D-Drucker mit zwei Teilen. Sondern ich gehe mal davon aus, dass es 2 bis 12 sein werden. So. Bisschen Verpackung, klar. Irgendwelche Zertifikate, Deklarationen, Konformitätserklärung, noch mehr Zettel, Lasergeschichten, wie die Dinger zu montieren sind, Fokus einstellen, Handbuch und unterschiedliche Sprachen. Russisch auch, aber da weigern wir uns jetzt gerade mal, das zu lesen. Aber gut, wir haben als erstes eine Laserschutzbrille, klar. Dann haben wir hier einen Laserkopf. Müssen wir uns nachher nochmal genauer angucken, was das für einer ist. Das Netzteil für das Gerät. Wahrscheinlich 12, 24 Volt oder? Ich glaube, hier stand irgendwas von 24 Volt. Dann haben wir hier so ein bisschen Testmaterialien, Zahnriemen, Pinselgeschichten. Erstmal die kleinen Tütchen. Oh, einen ordentlichen Satz Schrauben und ein bisschen unbrauchbares Werkzeug. Also da ist schon ein bisschen was zu schrauben, wie es aussieht. Aber klar, irgendwie muss der ja irgendwo auf die 40 x 40 cm kommen. Kommt ja nicht von ungefähr. Dann haben wir hier eine Schleppkette. Schon vordefiniert, vorbereitet. Also ich gehe mal davon aus, dass der Aufbau relativ einfach sein wird, oder zumindest für jemanden, der schon mal was zusammengebaut hat, ist nicht unbedingt kompliziert. Hier haben wir sozusagen die X-Stange, wenn man das so nennen möchte, bereits alles vormontiert mit zwei Motoren. Okay, hier hinten geht es weiter mit Tütchen, irgendwelche Winkel für Verstrebungen, Endschalter und so weiter. Relativ langes USB-Kabel scheint es, ein Gerätekabel. Dann hier die Steuereinheit mit der Elektronik hier, mit diesem Notaus und diesem Alarmsensorteil. Anschluss für den Offline-Controller, auch interessant. Noch mehr Test, das ist irgendwas anderes für die Montage. Dann haben wir hier Profile 20x40 mit Maßeinheiten drauf, Skalierung. Und nochmal, das Ganze ist ja ein Quadrat. Mehr oder weniger. So, dann gibt es hier noch ein bisschen Kabel. Für irgendwas. Wahrscheinlich für den Laserkopf nachher. Und damit ist die Kiste auch leer. Das war's mit dem Auspacken.
So, den Ortur Lasermaster jetzt aufbauen. Alles ist bereitgelegt, Schrauben und so weiter und die Profile. Da gibt es einen Online-Link, da gibt es auch Anleitungen in Deutsch, PDFs zum Downloaden, diverse Videos, wie das Ding aufgebaut wird. Also es ist eigentlich alles vorhanden. SD-Karte oder irgendwie sowas ist nicht bei, aber auch nicht unbedingt notwendig. Auch unter den Download-Links kann man auch entsprechend Software und so weiter herunterladen. Fangen wir also mal an mit dem Aufbau. Als erstes muss der Rahmen aufgebaut werden. Der hat zwei Profile, einmal zwei längere und zwei kürzere. Ich nehme also jetzt eins von den längeren. Die werden jetzt hier an die kürzeren rangeschraubt mit solchen Verbindern. Das ist ganz gut gemacht. Einfach reingeschoben. Dann werden diese Profile auf der einen Seite allerdings dann mit Kreuzschrauben dummerweise fixiert. Ich mache das jetzt erstmal so ein bisschen locker, so dass ich den Rahmen dann jetzt erstmal sozusagen zusammenbaue. Wenn ich das festschraube, packe ich das sowieso nochmal auf eine total plane Oberfläche, was die Platte jetzt hier nicht ist, sondern entweder auf dem Fußboden oder auf eine Küchenarbeitsplatte. Jetzt das dritte Profil. Warum muss das ran? So wahrscheinlich, genau. Wieder mit so einer Einschiebegeschichte hier und auch auf der Seite wieder mit einer Schraube fixieren. Passt doch alles ganz gut. Sind auch für so 20x20 Profile ganz schöne Schraubenlängen, die da verwandt wurden. So, dann noch das letzte Profil. So, bevor das letzte Profil jetzt hier angeschraubt wird, müssen hier solche Hutmuttern rein, beiden Seiten, um dann hinterher irgendwas zu befestigen. Zwei Stück auf jeder Seite, hier diese Dinger. So, und jetzt muss erstmal dieses Dreiergebilde, muss jetzt erstmal hier an diesen Schiebemuttern oder was das sein sollen, diese Eckstücke, muss das erstmal festgeschraubt werden. Wenn das dann fest ist, also diese drei Teile, wird das hier vorne angeschraubt. Dazu die Teile einfach reinschieben, dann den hier und dann haben wir de facto schon fast einen Rahmen. Die letzten beiden Schrauben noch rein. Das sind unglaublich lange Schrauben für diese dünnen Profile. Also da haben sie schon ordentlich Material beigelegt, muss man ja sagen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das ein ziemlich stabiles Ding wird vom Rahmen her, aber gut, ich sag mal, so ein Laser ist jetzt auch nicht so, dass der da viel Kraft benötigt zum Bewegen. Vom Kraftaufwand ist das ja so mehr oder weniger 3D-Drucker light. Und damit ist der Rahmen fertig. So, jetzt wird diese X-Achsen-Geschichte hier rüber gestülpt. Gehen wir davon aus, dass das jetzt in der Richtung, ja genau, Laser nach vorne. Kommt das hier rüber. Okay. Dann kommen diese komischen Füße hier zum Einsatz. Und einer der Zahnriemen. Scheint aber so eine ganz billige zu sein. Da wird so ein Fuß genommen. Dann wird hier so ein Stück Zahnriemen durchgeschoben erstmal. Dann hat man ja die Mutter eingelegt. Da wird dann einmal das hier eingeschraubt in eine der Muttern, die ich da vorhin reingeschoben habe. Eine Mutter mit Scheibe in das längs laufende Profil. Ich hoffe mal, dass ich gleich das richtige Loch treffe hier. Festschrauben, wobei ein bisschen komisch ist, dass das nicht, dass doch schon ganz schön viel spielt. Ich weiß jetzt nicht, das korrekt ausgerichtet ist. Ich werde das jetzt einfach mal auf Press machen in eine Richtung. Auf der anderen Seite passiert dann jetzt genau das Gleiche. Wieder so ein Fuß. Warum sind mir nur drei Füße bei? Ja gut, wird sich im weiteren Verlauf aufklären. Da kommt jetzt auch wieder so ein Zahnriemen durch. So, dann ein Stück nach vorne und wieder eine Unterlegscheibe mit Schraube für den zweiten Fuß sozusagen. Auch wieder so ein bisschen Press in eine Richtung.
weil da diese Füße doch ein bisschen Spiel haben da in den Bohrungen. Gehen wir davon aus, dass das so okay ist. Ach so, die sind ja gleich festgeklemmt, die Dinger. Verstehe. Okay. So, dann werden hier auch schon die Zahnriemen verlegt. Also die sind ja tatsächlich durch das Festschrauben der Füße sind die Zahnriemen hier sofort festgepresst und lassen sich nicht mehr bewegen. So, die müssen jetzt hier durch. Jetzt wird es ein bisschen Bastelei geben. Kennt man ja von anderen Geräten, dass man die erstmal hier irgendwie da durchfummeln muss. So, irgendwann hat man es dann auch geschafft. Zieht das ganze Ding jetzt hier einfach rein und dann muss das über die Rolle. Ich zeige das nachher nochmal in der Nahaufnahme. Muss das dann hier wieder durchgeschoben werden. Ein bisschen fummelig. Genau, wenn man die sich so ein bisschen vorbiegt, die Dinger, dann gehen die da auch ganz gut durch. Das gleiche jetzt hier auch noch auf der Seite. Erstmal ein bisschen nach oben biegen, damit die Dinger auch rauskommen. Genau, na, wenn man es einmal gemacht hat, dann geht es ein bisschen fixer, sagte er, und es ging nicht mehr. Doch, wunderbar. So ein bisschen straff ziehen, sieht gut aus. Wie nicht anders zu erwarten. Und das Ganze jetzt umgedreht. Und jetzt kommt vorne ein weiterer Fuß ran nach dem gleichen Muster. Das heißt, hier wieder den Zahnriemen durch. Eine Schraube hier in diese Hutmutter. So, die fixiert. Dann wieder eine mit Unterlegscheibe. Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich beim Festschrauben erstmal den Zahnriemen ein bisschen auf Spannung bringe, damit der da nicht so rumschlackert. Solange das locker ist, kann man das scheinbar genau so ein bisschen ziehen. Dann wird das nach hier oben gebogen. Da wird der Kollege hier festgezogen. So, und dann scheint das die richtige Spannung zu haben. So, dann kommt jetzt der Controller. Also die Elektronik von dem Ding hier. So ein bisschen anziehen. Dann rüberschieben. Und das andere Teil. Ah, deswegen braucht der nur drei Füße. Verstehe. Weil er macht wohl den vierten Fuß jetzt hier, so wie es aussieht. Wundert mich, dass die Kiste dann einfach so auf dem Boden steht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich dabei irgendwas gedacht haben. So eine kleine Notaustaster, so eine Mikrodinger. Muss ich gleich mal gucken bei Ali, wo man die Dinger herkriegt. Die sind richtig cool, gefallen mir. Das ist übrigens gegen die anderen Laser, die ich so habe und die ich schon mal aufgebaut habe, ist das hier schon doch eine ganz andere Nummer. Wesentlich wertiger. Dickere Materialien, kein Plastik irgendwo, also schon eine andere Hausnummer. Aber gut, das Ding kostet ja auch mal 500 Tacken, also da muss ich schon mal zeigen, warum es so viel kostet. So, jetzt wird auch klar, warum hier vorne dieser Winkel hier gegengeschraubt werden muss. Da kommt nämlich die Schleppkette hier ran. So, das ist das. Ah, klar, weil hier das Controller, die ganzen Kabelgeschichten sind, verstehe. So, dann wird das ganze Kabelgedingens hier einfach rumgelegt. Erstmal gleich der Motorstecker hier eingesteckt. Ja, gibt es nachher nochmal Detailfotos. Dann könnt ihr das auch nochmal richtig sehen. Für die Leute, die so einen Laser anschaffen wollen und da schon irgendwie am Suchen sind. Ich glaube, dass Autur fast alle Laser herstellt mittlerweile, die auf dem Markt sind. Also diese Aufero und so weiter sind von Autur. Und dann gibt es ja ohne Ende so No-Names, die alle aussehen wie diese einfachen Autours, da diese T-Dinger, also wo nicht ein kompletter Rahmen ist, sondern nur so ein freilaufender X-Arm. Die sind alle irgendwie scheinbar von Autur. Und jetzt geht es auch schon an den Laserkopf. Der geht jetzt also fast durch. Das Kabel muss hier rüber. Der Laserkopf kriegt sein Kabel. Und dieses Potentialding hier wieder zack daran. So, und jetzt vermute ich mal, wird hier einfach irgendwie reingeschoben. Genau. Das war's. Wenn ich jetzt hier den Kopf magnetisch. Okay. Und dann ist der Laser, soweit ich das sehe, fertig aufgebaut. Das war's. So, jetzt schauen wir uns den Laser noch mal rundherum ein bisschen an.
Wir haben hier eine maximale Tiefe von 57 cm und eine maximale Breite von 60 cm. Also schon ein ganz schöner Bolide, aber klar, wenn ich hier 40x40 lasern möchte, brauche ich natürlich auch ein gewisses Volumen vom Gesamtgerät. Ja, das ganze Gerät besteht hier aus 20x20 Profilen vom Aufbau her. Wir haben hier vorne die Steuereinheit mit dem Controller. Da ist ein 32-Bit ARM-Controller drin verbaut. Wir haben einen Notaustaster, habe ich auch das erste Mal an so einem Laser gesehen. Dann hier den Flammsignalmelder sozusagen, da hat er, das blende ich noch ein, der hat hier hinten so Infrarotgeschichten, wo er in der Lage ist, Flammen zu erkennen, falls sich da irgendwas entzündet beim Lasern, was gelegentlich vorkommt. Wir haben hier die Buchse für den Offline-Controller, um die beiden Achsen X und Y manuell zu bewegen, vielleicht sogar das Gerät im Offline-Modus betreiben, das weiß ich nicht genau. Eine Reset-Taste, eine Power-Taste, wenn der Feuermelder, also der Flammenmelder, wenn der angeht, kann man über die Power-Taste dafür sorgen, dass er an der gleichen Stelle weitermacht, falls es ein Fehlalarm war. Dann haben wir hier einen ganz normalen USB-Port und den eigentlichen Netzteileingang 24 Volt. An Motoren haben wir zwei Stück, nämlich einmal den für den Y-Lauf und einmal für X, um den Laser zu bewegen. Mehr ist nicht, also alles ganz einfach. Für Y gibt es hier nur einen Motor. Da gibt es eine Linearstange, die hier rüber geht zu dem Zahnradpulli und den Zahnriemen, der dafür sorgt, dass das Ganze auf beiden Seiten eben exakt gleich läuft und sich nicht irgendwie verziehen kann oder dass die ganze Achse irgendwie schräg steht. Die Kabelführung zum Kopf ist hier mit einer Schleppkette realisiert. Das funktioniert wirklich hervorragend, muss ich sagen. Also kann man nicht groß meckern. Ihr seht hier die Plastikteile, die ich hier gedruckt habe, weil das Problem hier ist, der Kopf lässt sich natürlich nur bis zu einer bestimmten Höhe hochfahren und dann ist hier erstmal Ende. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe hier so eine Erhöhung gedruckt und entworfen. Die werden hier einfach drunter gestellt, stapelbar wie Lego so ein bisschen, Entschuldigung, wie Klemmbausteine. Und am Ende gibt es dann hier noch so ein ganz kleines Spezialteil, weil natürlich hier vorne, da passt nicht so ein ganz normaler Fuß drunter, sondern da muss dann eben hier so ein spezieller Adapter rein, der genau dafür ausgelegt ist, dass er hier reinpasst und auch die gleiche Höhe hat wie die anderen. Ja, und dann haben wir die Erhöhung, das lässt sich dann beliebig miteinander kombinieren und auch nur noch höher bauen. Natürlich dann nach Möglichkeit irgendwie, dass diese Bauteile dann hier verschraubt werden, zumindest das untere Basisbauteil. Aber das könnt ihr dann auch später bei Thingiverse runterladen. Und wer daran interessiert ist, ja, und damit sind wir eigentlich rundherum mit dem Gerät durch. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Doch, gibt natürlich noch was zu sagen. Der Laserkopf selber, der hat ja hier so eine Magnetgeschichte, wo der Laserstrahl hier durchgeht, damit er jetzt nicht offen rumreflektiert. Das ist schon mal ganz gut. Außerdem bläst der Lüfter hier oben durch den Kühlkörper Luft unten auf die zu lasernde Stelle, wahrscheinlich um zu verhindern, dass sich da Flammen bilden können. Also soweit erstmal so gut. Es tut mir leid, da ich es nicht schaffe, tatsächlich wie vermutet das Video komplett fertigzustellen. Normalerweise mache ich ja nicht mehrere Teile, aber ich befinde mich hier faktisch schon im Aufbruch mehr oder weniger und am Zusammenräumen und Demontieren und die neue Homebase sozusagen gestalten. Deswegen wird das Video jetzt hier enden. Damit ihr überhaupt noch irgendwas zum Lasern seht, seht ihr jetzt gleich noch ein paar Laserimpressionen und den Rest und die Details. Alles, was noch fehlt, kommt dann tatsächlich in einem zweiten Teil. Allerdings natürlich dauert etwas. Ich muss erstmal wieder meine neue Basis sozusagen in die Form bringen, dass ich überhaupt Videos weitermachen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, bis später.